So please be seated. Gesetzt euch noch einmal. Be gorgeously seated. Setzt euch königlich. We shouldn't look at the time today, okay? The next time we meet on a Sunday like this will be 2019. Das nächste Mal, wenn wir uns sonntags treffen, wird es 2019 sein. But I want to call on our pastor. Aber ich möchte unseren Pastor noch einmal bitten zu kommen. Pastor Alex. Pastor Alex. To help us with the rest of the service. Dass er uns noch mit dem Ende des Gottesdienstes segnet. You know, I just want to give some short announcements. Ich möchte da ganz kurz ein paar Abkündigungen. But the announcement was a little bit decision. We have to make it well. Normally we plan that on the 31st. Normalerweise hatten wir geplant, am 31. Worship night. Eine Lobpreisabend. But worship night is not coming on the 31st. Aber es findet kein Lobpreisabend statt. Due to some people have to visit friends and family and stuff. Weil einzelne Leute Freunde und Familie und so weiter besuchen. But on the 31st. Aber am 31. 10 o'clock. Um 10 Uhr. 22 Uhr. Those who want to come. Diejenigen, die gerne kommen those möchten, who have the time or what to oder die, die die Zeit haben, we are going to pray throughout. Wir wollen in das Jahr 2019 hineinbeten. And I'm going to be here. Ich werde da sein. And I believe you will be there. Und ich glaube, du wirst auch kommen. We have to have time. Wir müssen Zeit haben. To pray throughout. Zu beten. And then later on 12 o'clock. Und dann um Mitternacht. We are going to go out there and make bim bam bim bam. So if you had those bim bam stuff, bring it, but I forgot to buy them. Also wenn du was hast, dann bring es. Ich hab's noch nicht vergessen zu kaufen. But I will go to Edeka. Oder ich on Monday after eight shops. Okay, yeah, we will buy it Monday. Tomorrow. Okay, you can just morgen noch kaufen. We will buy it tomorrow. You make bim bam bim bam there. So 10 o'clock we are meeting here. And we're going to pray up to 12 o'clock. Non-stop. So please be there. Also bitte sei da. We are going to see that you are going to enter the new year with power. With the grace of God. We thank God for Pastor today. Wir danken unserem Pastor heute für die Predigt. It's your decision. Das ist deine Entscheidung. You have to decide something. Du musst etwas entscheiden. So you and I are coming here to make a decision. Also du und ich, wir sind gekommen, um eine Entscheidung zu enter 2019. 2019 in die Welt zu gehen. Amen. I don't want to go so far. Ich bin nicht so weit gehen. But please be there. Aber bitte sei da. And be blessed. Bitte sei gesegnet. Moment. Last time I was going to Ghana shortly. Ganz kurz noch, als ich nach Ghana auf dem Weg nach Ghana war. Somebody gave me a small money. Hat jemand mir ein ganz kleines bisschen Geld gegeben? Just right here. Gerade hier vorne. And he said, unless you go give this money to somebody who has somebody who has one has died. What do you call the name? Widow. A widow. Gib das Geld bitte einer Witwe, deren Ehemann gerade vor kurzem gestorben ist. So I was like, wow, this is a great task for me. Und ich dachte nur, oh, das ist eine große Aufgabe für mich. Because I don't have anybody in mind. Kenne keinen, ich habe keinen gerade in den Gedanken. Okay, Lord, lead me. Und ich sagte, Herr, leite mich. So I went. Also ging ich. I went to Togo. Bin nach Togo geflogen. And didn't find anybody. Hab dort keinen gefunden. I went to Ivory Coast and didn't find anybody. Bin dort in Elfenbeinküste gewesen, aber auch dort keinen getroffen. I came to Ghana. I can't find anybody. Und bin nach Ghana gekommen und hab keinen gefunden. And this money is in my pocket all the time. Und dieses Geld war immer in meiner Tasche. I said, God, well. Und ich sagte, Herr. So you know, we had a school. We have started a kindergarten. Und wir haben einen Kindergarten gestartet, eine kleine Schule. And one of the at the back of the kindergarten. Und angrenzend an das Grundstück vom Kindergarten. There was a house there. Da war ein Haus. And I didn't know this woman's daughter is a widow. Und ich wusste nicht, dass die Tochter dieser Frau eine Witwe war. So one day I was passing by. Und eines Tages ging ich vorbei. And I saw a small boy. Und ich sah einen kleinen Jungen. And you know my spirit evangelist and everything is all the time in me. Und mein Geist der Evangelisation. And I said, hey, why are you not going to school? Und ich sagte zu ihm, warum gehst du nicht zur Schule?
And the boy said, tell me something. He says, yeah, my mom don't have money. Und dieser Junge sagte zu mir, ja, meine Mama hat kein Geld. And I'm like, oh, okay. Ich da sagte nur, oh, okay. So I passed by. Und bin weitergegangen. So I went back to the school. Und dann bin ich wieder zur Schule gegangen. And I started talking with somebody. Und dann habe ich mit jemandem geredet. And then she told me that that woman, the boy's mother is a widow. The father died. Und dann erzählte die Person mir, dass die Mutter von diesem kleinen Jungen ernannt ist, weil der Vater gestorben ist. I was so touched. Ich war so berührt. I went back to the boy. Und ich bin wieder zu dem Jungen gegangen. And I said, do you want to go to school? Und ich fragte ihn, möchtest du zur Schule gehen? He said, yes. Und er sagte, ja. And he said, Uncle Alles. Und er sagte, Uncle Alles. Ich weiß nicht, wo das hatte. Uncle Alles. Und er sagte, Uncle Alles. If you send me to school. Kannst du mich zur Schule schicken? I promise you. Ich werde dir versprechen. I will be the first at university. Ich werde immer der Erste sein, bis in die Universität hinein. And I'll buy you a house. Und ich werde dir ein Haus kaufen. I said, hey, come to the school. So I used this money that the person gave to me. I used it and I said, I pay part of the school fees. And this boy is now in school. They tell them to make the exams. I got a report yesterday. He was the first. Change somebody's life. Lass uns das Leben von jemandem verändern. We are moving 2019. Wir gehen in das Jahr 2019 hinein. Let somebody be happy. Lass jemanden glücklich sein. Let somebody be happy. Lass jemanden glücklich sein. I mean, it's almost nothing. Aber die Familie dieses Jungen is so happy. Ist so glücklich. And they are blessed. Und sie sind gesegnet. Bless somebody. Segne jemanden. I'm not saying. You are already blessed, okay? Du bist schon gesegnet. So bless somebody. Also segne jemanden. Let us stand up on our feet.